Herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Ja, ich habe so lange darauf gewartet, es endlich anzufangen. Glaubt mir, sehr lange. Und endlich ist es soweit. Wir sehen sie, die Great Fox. We need your help, Starfox. Yep. Angrot has declared war. He's invaded the Lilac system and is trying to take over Cornaria. Our army alone can't do the job. Schlaffies. Hurry, Starfox. On my way. Ah, Leute, ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind in Süßwarenladen. Endlich kann ich es anfangen. Endlich nach Starwing. Fange ich an mit der Fortsetzung. Lighted Boss. Slippy Toes ist dabei wieder. Peppy Here ist dabei wieder. Natürlich, darf er nicht fehlen. Falco Lombardi ist dabei. Natürlich. Und natürlich der wichtigste von allen. Fox McCloud. Darf auch nicht fehlen. Oh Leute, ich freue mich gerade so wie ein kleines Kind, ey. Und es geht los. Bam, wow, 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 wow. Leute, es ist Lighted Boss. Oh yeah, es geht ab, ey. Zoom. Oh Leute, tut mir leid, das war ich. herzlich willkommen wieder zu meinem neuen Projekt. Es ist Lighted Boss für die Nintendo 64. Die Fortsetzung von Starwing aus dem Super Nintendo Teil. Es gab eigentlich auch einen zweiten Teil, gab es auch damals für die Super Nintendo, aber sie kam nie raus bei uns in Deutschland. Es waren alle japanische Versionen. Und ja, es kommt aber dafür jetzt diese Fortsetzung von der schönen Welt aus Nintendo für die Nintendo 64. Ey, ich krieg mich gerade voll nicht ein, man merkt's mir an. Leute, ich fange direkt an, ich will direkt loslegen. Training, ich brauche kein Training, ich starte direkt das Spiel. Action geht's. Direkt fangen wir mit der Story an. Cornaria, fourth planet of the Lilac system. The evil Andros turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet, Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pygma Dengar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pygma betrayed the team, and James and Peppy were captured by Andros. Peppy barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andros has again invaded the Lilac system. General Pepper has turned to a new Star Fox team headed by Fox McCloud to save Cornaria and free the Lilac system once again. Once again. Und es beginnt das Lilac-System. Ja, wer sich jetzt noch den Starwing-Teil erinnert, wird schon merken, das sind hier viele Veränderungen. Ich kann euch auch noch so noch sagen, welche Planeten noch aus dem Starwing-Teil noch enthalten sind. Es ist noch Cornaria ist noch dabei. Hier ist Fortuna. Titania ist noch hier. Venom, ist klar. Der aussieht wie, was weiß ich nicht, ey. Voll ein verschmockter Planet. Und natürlich die wichtigen Sektoren, Sektor Z, Y und da hinten natürlich X ist auch dabei. Wir haben auch viele neue Planeten hier, die werden aber erst später zum Vorschein kommen in den Parts. Was neu ist auch, wir haben den letzten, im Starwing gab es ja keine Sonne. Und das haben wir jetzt hier in der Mitte. Das wird auch kommen. So, ich werde aber nochmal vor, bevor ich anfange, möchte ich gerne noch sagen, wie ich mit den Parts verlaufen werde. Ich werde den Parts entsprechend auch die Route fliegen. Darauf hinaus möchte ich gerne sagen, ich werde die erste Route hier unten durchfliegen bis Titania. Das hier werde ich nicht machen. Das kommt, das mache ich dann, wenn ich die zweite Route durchfliege, weil wenn ich nochmal hier im Asturienfeld anfange und fliege dann die Mitte durch bis zum mittleren Punkt dann da, dass ich dann wieder hier lande. Dann werde ich dann direkt komplett von hier oben durchsausen. Natürlich, Venom gibt es natürlich auch zwei Wege.
Ich werde natürlich bei zwei Wege machen, alle natürlich. Darum will ich auch, wenn ich das, wollte ich nochmal anmerken, wenn ich hier den Eingang nehme von Venom, wenn ich von dem Raumstation hier zu Venom fliege und da den Boss besiege, werde ich nicht die Credits aufnehmen. Ich werde die Credits da ignorieren, weil es sowieso das gleiche ist, wenn ich dann hier das Ende mache. Deswegen spare ich es mir auch. Nur mal so zur Info. Ja, liebe Leute, wir werden jetzt mal langsam anfangen. Und ich freue mich schon echt, jetzt langsam wieder mit Star Fox zu zocken. Gerade Light at War. Das ist einer meiner Lieblingsteile überhaupt von Star Fox. Let it begin. I want to play a game. Das zocke ich jetzt. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andross won't have his way with me. Oh yeah, Mission Nummer 1, Canaria, ehemalige Basis, Star Fox Team. Und was ich immer wieder episch finde in diesem Teil, immer die geilen Intros, wenn du in den Planeten reinkommst, einfach geil gemacht. Oh, ich liebe die Airwings, das sind meine Lieblingsschiffe überhaupt in dem Spiel. Open the wing. Oh. So likes so, das erinnert mich ein bisschen so an Star Wars hier, wenn wir X-Wings da so mit den Flügel ausfahren, da X-Foils ausfahren, oh geil. Oh, ich kann nicht die Klappe halten, aber ich kann es nicht lassen. Und was auch geil aussieht, jetzt siehst du sie auch jetzt auch nicht mal die Piloten in den Cockpits. Okay, man sieht ja nur den Kopf, das andere von dem Körper siehst du ja nur reingequetscht, aber... Pfeif drauf! Mensch, das sieht geil aus. Sieht einfach geil gemacht aus. Wie die Grafik sowieso. Ich bin damit zufrieden. Was das dagegen hat, der ist echt ein bisschen zu übertriebene Grafik-Freak. Oh. Let's rock and roll! Ich musste mitschreien. So, erstmal bevor ich hier anfange, hier will ich erstmal das da wegmachen. Ich brauche kein Fahnenkreuz. Fahnenkreuze sind dafür. Ups, ich brauche keine Fahnenkreuze. Bam! So, kurze Kontrollbelegung, sage ich auch mal schnell. L-Taste ist. Ne, Quatsch, nicht L-Taste. Bäh. Ich verwechsel jetzt schon mit dem Super Nintendo-Teil wieder. Slippy, was machst du da? Hau ab! Ich muss ihn ja gerade am Ziel. Siehst du mich nicht? Oh, oh, der Doppellaser. A-Taste gedrückt halten, ist ein Laser aufladen. Und damit, wie siehst du einen an? Und dann kannst du schießen und dann, bumm, ist er tot. Alles klar, Slippy? Oh, du bist nicht getroffen. Keine Angst, ich passe schon auf dich auf. So, Z-Taste ist nach links und so. Und dann kannst du rollen natürlich mit 2 zu Z und zwar R ist das hier, ist klar. So, C-Taste-Bewegung ist auch wichtig. Ich mach kurz hier weg. Ja, und labern hier. Bäm, oh lala, bitte eine Pizza, oh lala, ich komme zu euch, Leute, hui. Bin dabei. Wow, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich bin manchmal wieder meine typischen, aggressiven, verrückten Flugarten weg. Nein, du lässt das... Da, ich will mal gerne das hier holen. Ups, das habe ich ein bisschen übertrieben. Zack. Okay. Was? Wo? Moment! Huisa! Brauch keine Bremse, ich mach den Looping, das sieht stylisch aus. Bang! Jetzt hol ich euch da weg hier, Knallfrische. Ja, das, oh, ich brauch hier die goldenen Ringe, aber egal. Ah, ich hab ein bisschen... Sollte ich mich zurückhalten. Ich übertreibe es immer gerne. Das müsst ihr euch ja mehr an Männer angewöhnen, dass ich manchmal voll übertreibe. Oh. Sorry, Falco! Das wollte ich nicht, ich schwöre. Nein, ich will Falco behalten. Ja, sicher, Falco. Immer gerne. So, ich habe den Hyperlaser schon. Es gibt ja nicht mehr den Plasma-Kanone wie beim Starwing-Teil. Man hat sofort den Hyperlaser. Ich finde den Sound schon geil. Ah, oh, jetzt ist so geil. Brauch keine Roll. Double Roll! Da gibt doch einen Song davon. So, 3 goldene. Nein, das ist so sein. Finger weg. Und Dragon. Jawohl, ja. Triple Kill. Penta Kill. So, die Dinger werde ich noch nicht durchfliegen. Das mache ich mal ein anderes Mal. Ich puste erstmal die alle weg. Ich habe einen Grund dafür, warum ich das mache. Ist noch nichts dafür bereit. Das werde ich mir entsprechend cutten.
Aber das jetzt noch nicht. So. Oh, Peppy, Peppy, du hast einen Nacken. Mach ein Looping. Schnapp ihn dir. Gut gemacht, Peppy. So, jetzt bin ich mal dran hier. So, was ist hier los? Was ab hier? Auf geht's. Oh yeah. Auf eine Formation fliegen. La la la. Hi, wie geht's? Woo! Ja, das ruhe mich auch. Ach ja, das ist auch eine neue Einstellung bei Starwing. Sprich da, Light Force. Fangen wir mit Starwing an. Danke, Sleepy. Sleepy brauchen wir eigentlich auch. Er ist unser Analyser. Dadurch kriegen wir auch die Boss-Anzeige. Wenn Sleepy nämlich nicht im Team ist, kriegen wir nämlich nicht die Analyse. Sei ruhig da, ja, du Affe. Weißt du was, du bist keine Bedrohung für mich. Weißt du, was ich mit dir mache? Ich mache das wie mit den normalen Läufern hier. Ich puste dir erstmal das dämliche Bein weg. So, 10 nach links ist natürlich ein Gas geben. 10 nach unten ist Bremse. Zieht auf seine Rückseite. Ja, oh, ihr habt ja schon bösen Schaden. Ich muss den mal weg, schnell wegpusten. So, das haben wir immer schnell erledigt kurz. Eieiei, Pizza, eine Pizza. Oh la la, Pizza wunderbar. Die Musik ist so wunderschön und awesome. Oh ja, nicht nicht. Mach nur, reiß mir doch keine Wunden auf. Alles klar, Falco. Immer gut, immer gut. Geier, du. Oh, ja, ein Punkt hat mir gefehlt. Na, den hole ich mir beim nächsten Mal. Normalerweise wollte ich direkt den Ordnung, aber ich habe da ein bisschen wieder übertrieben. Man hat es ja gerade gesehen. Macht nichts, den Orden hole ich mir sowieso noch wieder bei Canaria. Den werde ich dann. Man muss 150 haben, dann kriegt man auch einen Orden. Und wenn man alle Orden hat, kann man ja was Besonderes freischalten. Das komme ich später auch nochmal hinzu. So. Ja, wir werden uns jetzt direkt zum Meteoritengürtel begeben. Das kennen wir ja auch noch aus Starwing. Und natürlich geht's los. Impressive, Star Fox. Now watch out for enemies in the asteroid field. Die verjag ich. I won't let you down, sir. Da, 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 da. Im Asteroidenhagel. It's raining man. Da kommen sie, die Asteroiden. Und die Great Fox natürlich. Einfach awesome Raumschiff. Bam. Ah, geil. Mamma mia. Tut das gut, das Spiel wieder zu spielen? Glaubt es mir gar nicht, aber ich bin sowas von. Oh, Leute. Es gibt kein Spiel, wo ich richtig auch so richtig Fanden habe wie mit Star Fox. Ey, das ist. Ah, oh, wie schön. So, man sieht aber auch jetzt extra, wenn man im Weltraum ist, sind die Flüge auch wieder eingefahren. Das finde ich auch geil. Man hat die Flügelformation total verändert. Extra, wenn man in der Atmosphäre ist oder nicht. So, ein bisschen was kaputt hier. Ein bisschen Punkte sammeln. Damit wir den Orden haben bald. Ja, ein bisschen Punkte wollen wir schon haben. So. Bam. Falco, pass auf. Ich flieg doch nicht in Orwing zu Short. Peppy, was denkst du von mir? Bin doch nicht so ein verrückter Flieger. Was hältst du denn davon? Oh, was war das denn gerade? Ups. La 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 la. Da hast du recht. Woran liegt das denn hier? Wo, wo, wo? Ich mach euch kaputt! Hier, nimm fresse Bombe! Tu ich doch immer. Was? Du willst doch nicht schießen? Oh, oh, oh. Nehm ich mit. Danke! Was kommt denn da? Hey, Kumpel! Hab was Schönes für dich! Friss! Ah. Ah, ich hab den einen jetzt gerade über. Och, da kommt er wieder! Alles klar! Ich war mich gerade ein bisschen am Aufregen, dass ich den Gegner gerade übersehen habe. Oh, was haben wir denn da vorne? Ja, a somersault! A fly a somersault! Whee! Here comes a big one! Hä? Wo denn? Oh, Doppellaser. Brauche ich zwar nicht mehr, aber. Oh, der ist ein bisschen dunkelpanzert, den kriege ich nicht weg. Nein, den kann man nicht kaputt machen.
La 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 da da. Boah, die krachen ja richtig zusammen aneinander, ey. Was? Das schaffe ich! Yeah! Wow! Den krieg ich auch noch! Yeah! Hui! La 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 la. Upsa. Hab mich gerade verdrückt. Ey, hab die Ego-Perspektive gerade erwischt. Mensch, ich bin ja auf dem Keks hier. Bin gerade aus die C-Taste nach oben gekommen, anstatt auch nach links. Ah, ne, rechts meinte ich. Rechts war das. Wow! Ihr wollt mich doch wohl veräppeln, oder? Wollt ihr mich trollen? Hier! Noch getroffen. La 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 la. Oh, da kommt ein Ring für mich. Den krieg ich noch. Wunderbar. Silberne Ringe laden die Energie auf. Drei goldene Ringe tut meine Energieleiste weitermachen, erweitern. Weitere drei. Beppi, was machst du da nur? Ja, Mensch, was machst du denn nur? Muss ich immer auf dich ein Auge halten? Kannst du nicht machen. Ui, was seid ihr denn für welche? Ah, okay, schade. Ich hätte gehofft, dass ich da gerade 5 kriege in der Mitte. Ah, schade. Manchmal zieht er nicht so, wie ich zieht haben möchte, oder? Na, auch nicht, schade. Na, nicht euch so. Zack. Oh, was geht denn? Hui. Bumm. Hä? Wo denn? Kommt denn da? Hui, hui, was seid ihr denn für welche? Das sieht ja mal geil aus. Einfach geil. Ich erinnere mich wieder an diese schöne Zeit, ey. Ach ja. Die Fäden dürfen wir selbstverständlich nicht berühren, ist klar. Kriegen wir Aua, Aua. Das hier macht au, 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 die alle. Au! Wow, wir kommen da. Braucht keine Rolle. Pusten so weg. Ja, alles klar. Da sind die Schulen beglichen. Hättest du doch nichts mal wegpusten können. Nein, Scherz. Ich tue manchmal so, als ob. What the hell? Ah, genau, du bist auch so ein ekelhafter Gegner. So, Energieleiste mit erweitert. Nein, du lässt das sein. Weg damit. Sind ganz ekelig, die Viecher. Take that, Ben! Nein, Scherz. Joking! Ja, la 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 la. What the fuck you are doing here? Weg! Oh, danke, Falco. Pardon. So, diese Dinger da, die da kommen, werde ich noch nicht berühren. Das dauert noch. Moment kurz. Ah, verdammt, da war zu spät. Moment, Moment, Moment. Zack. Ja. Verdammter Mist. Diese dummen Dinger da stören mich gerade. Mal weg. Nervst. Mann! Das war gerade so schön, ey. Hätte ich jetzt gerade alle gekriegt. Bisschen aus der Übung, ey. Mensch, geh mal weg hier. Nervt aber. Au. Ja. Ah, bum, 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 bum. Ah, ich komm her. Muss nochmal alles hier weg. Alles aus dem Weg schießen hier eben. Bam, bam, bam. So. Schon wieder nicht genug Punkte. Mist! Ich komme aus der Übung. I cannot allow you to go any further. Ja, du mich auch. Danke für Slippy. Schick mal rüber. Danke. Aber was bist du denn für ein komischer Vogel? Ja, komm. Was macht er denn da? Oh! Ja, und absorbiert sie und tut sie auf uns zurückschießen. Wow. Ach, der pustet sich locker weg. Ja? Guter Schutzschild, aber nützt dir nichts. Ja. Willst du jetzt machen, ne? Hm, was willst du denn von mir machen, ne? What the? Ujala! Du kleiner, mieser Affe. Oh, der schießt nochmal. Naja, nette Effekte, mein Freund.
Ja, hast du auch keine. Gut, dass du es einsiehst. I admit defeat. Ja, das bist du. Are you gonna listen to that monkey? Ich schon, weil er weiß, dass er verloren hat. Ja, meinst du? Meinst du? Du kleiner Knallfrosch, du kannst mir gar nichts. Tschüss. I can't believe I lost to this scum. Sorry to jet, but I'm in a hurry. Yep, so sieht's aus. I've been winning. Mission finished. Ja. Ich hab mich fast die Kohle auf die Buchse gekippt. Ich bin noch ein bisschen aus der Übung. Ich hab das Spiel lange nicht mehr gespielt, Falco. Deswegen. Normalerweise hätte ich jetzt schon wieder 200 Punkte normalerweise. Das ist, ich bin ein bisschen eingerostet. Und das muss ich mir wieder reinholen. So oder so, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Hoffe ich mal. Naja, wollen wir mal weiter sausen. Früher oder später hole ich mir die Punkte noch wieder. Conaria und Meteorit werden wir so nochmal kurz wiedersehen. Die Levels. So oder so.